Wusstet ihr eigentlich, dass Peter Jacksons Der Herr der Ringe bei weitem nicht die einzige Herr der Ringe-Verfilmung ist, die es so gibt? Es gibt nämlich unglaublich skurrile, sonderbare Verfilmungen aus Finnland, Schweden und der Sowjetunion, über die wir heute mit euch sprechen möchten. Stellt euch einfach mal vor, wie seltsam es wäre, wenn Aragorn auch Gollum spielen würde oder wenn man wichtige Figuren einfach streichen würde. Genau das passiert nämlich alles darin, also freut euch darauf. Und damit herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back zur Ring Week, wo wir euch jeden Tag ein neues Video über Der Herr der Ringe präsentieren. ...1993 versuchte sich Timo Torikka, ein Finne, an einer ernsten Umsetzung von Der Herr der Ringe. Und er hatte einen ziemlich skurrilen Ansatz, denn die komplette Geschichte wird aus der Sicht von Sam erzählt. Und deshalb kommen auch Legolas und Aragorn oder Gandalf auch in der zweiten Hälfte der Geschichte fast überhaupt nicht mehr vor. Jetzt kommen wir zum absolut Besten an dieser Verfilmung. Und das ist nämlich, dass der Schauspieler von Aragorn auch gleichzeitig Gollum verkörpert hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen witzig und Aragorn sieht so ein bisschen creepy manchmal aus oder hat auch so eine extrem prächtige Glamrock-Frise. Aber der Schauspieler, der dann auch noch Gollum verkörpert hat, der reißt wirklich den Laden ab. Das ist wirklich eine super tolle Performance. Seine Verwandlung ist 1A und steht der von Andy Serkis eigentlich wirklich nichts nach. Und das meine ich komplett ernst. Aber nicht nur Gollums Performance ist großartig, sondern einige der Miniaturen können sich echt sehen lassen. Und hier und da gibt es auch ziemlich coole Effekte. Wobei man aber auch sagen muss, dass ich auch nicht so ganz verstehen konnte, dass Gandalf die Toilette runtergespült wird oder dass Bilbo explodiert, wenn er den einen Ring aufzieht. Ein Grund, warum Der Herr der Ringe von Peter Jackson so großartig ist, ist die Musik. Und die ist in Hobbitit, wie soll ich sagen, ziemlich weird. Also es gibt teilweise so eine Kuschel-Jazz-Stimmung. Frodo singt ein Lied und das ist mehr als weird. Und es gibt den mit Abstand unpassendsten Musikeinsatz, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Und da muss sogar Gimli weinen. Noch eine weirde Sache an der finnischen Umsetzung sind die Orks, wobei die auch so ein bisschen cool sind, denn die sehen aus, als könnten die von einem finnischen Death Metal Albumcover stammen. Und was einem so ein bisschen Albträume bereitet, ist Boromir, denn der sieht hier aus wie ein, ich kann es nicht anders sagen, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ein Hipsterkrieger mit Katana. Ich persönlich finde Hobbitit eigentlich ziemlich cool, skurril und er ist halt witzig. Und ich bin eigentlich froh, dass es diese ganzen Verfilmungen gibt, weil sonst könnten wir jetzt nicht über die sprechen und wir wollen jetzt nicht so über die ablästern, so, ah, die sind so schlecht gemacht, weil es ist irgendwie doch cool, dass es die gibt. Aber es gibt noch eine weirdere Umsetzung von Der Herr der Ringe, da kommen wir am Schluss dazu. Wir reisen ins Jahr 1971 ins kuschelige Schweden und das ist auch eine ganz einzigartige Herr der Ringe-Verfilmung. Saga om Ringen heißt sie, also die Saga über den Ring. Und was allein diese Verfilmung schon so besonders macht, ist, dass eine ganz wichtige Figur einfach mal fehlt, nämlich Boromir. Gut, braucht man nicht. Außerdem fällt euch sofort wahrscheinlich direkt auf, dass Mittelerde aus Wasserfarben gemalt ist. Und ich muss persönlich sagen, ich finde das sogar erstaunlich schön. Trotzdem erkennt man, dass die Hobbits die ganze Zeit vor einem Greenscreen stehen. Und die Elben, die tanzen die ganze Zeit wie verrückt. Leider ist Saga om Ringen nicht besonders lang geraten, denn für weitere Teile hat wahrscheinlich das Geld gefehlt. Ich weiß es nicht, diese Verfilmung endet mit dem Aufbruch aus Bruchtal. So werden wir niemals sehen, wie Frodo den donutgroßen Ring in den Schicksalsberg wirft. Aber über Saga om Ringen haben Jonas und ich übrigens mal ein ganzes Video gemacht. Ich persönlich fand es ziemlich witzig. Checkt unbedingt mal hier, irgendwo verlinken wir das. Checkt das unbedingt mal aus.
Jetzt kommen wir zur sowjetischen Umsetzung von Der Herr der Ringe. Die hat den wohlklingenden Namen Kranitelli und kommt aus dem Jahr 1991. Und wir können eigentlich froh sein, dass wir die jetzt sehen können, weil die war jahrzehntelang verschollen, ist vor kurzem aber wieder aufgetaucht und dann auf YouTube ausgestrahlt worden. Das Witzige an dieser Verfilmung ist auch, dass Der Herr der Ringe wurde ja an einem Jahr, was ein komplettes Jahr lang gedreht. Diese Umsetzung von Der Herr der Ringe wurde innerhalb von einer Woche abgedreht. Kranitelli geht einen ähnlichen Weg wie Hobbitit, denn es gibt auch einen Erzähler, der ist nicht Sam, sondern irgendwer. Die Musik ist in der sowjetischen Umsetzung von Der Herr der Ringe auch ziemlich cool. So cool, dass die Nazgul auf ihren Pferden raven, dass die Elben und die Hobbits die ganze Zeit tanzen. Und das Ringgedicht gibt es als russischen Smash-Hit gleich obendrauf. In Peter Jacksons Herr der Ringe hat es Tom Bombadil leider nicht reingeschafft, dafür in so gut wie alle anderen Verfilmungen und so auch in der sowjetischen Verfilmung. Hier ist es nur irgendwie mit den Größen ein bisschen durcheinander geraten, weil Tom Bombadil sieht hier eher aus wie ein Riese oder ein Bergtroll. Und Saruman ist auch in dieser Verfilmung mit dabei, aber in ziemlich jung und mit Blechkrone. Merry trägt in dieser Verfilmung ziemlich viel Make-up und Pippin dafür eine Brille. Okay, ich habe nicht gewusst, dass es Brillen in Mittelerde gibt, aber gibt es jetzt anscheinend. Aragorn ist vielleicht ein bisschen zu jung geraten und was man über die Ringgemeinschaft auch sagen muss, die können ziemliche Arschlöcher sein, denn denen fällt nichts Besseres ein, als Gimli als Tisch zu benutzen, damit die ihre Karte lesen können. Neben der Ringgemeinschaft ist natürlich eine weitere wichtige Figur Gollum und die ist hier auch ziemlich weird geraten und er schnurrt wie ein Kätzchen. Was braucht Herr der Ringe noch? Herr der Ringe braucht tolle Spezialeffekte, Computereffekte, Greenscreen-Aufnahmen. Das gibt es hier alles auch. Es gibt den verwirrendsten Kampf aller Zeiten in Moria und die coolste Szene, wie Gandalf auf einem Adler reitet. Stellt euch mal kurz vor Mordor. Dunkel, überall ist schlechte Stimmung, überall laufen Orks rum. Hier sieht das alles ein bisschen anders aus, denn Mordor ist in Kranitelli einfach ein Schlösschen im Wald mit Schnee. Und es ist hell. Eine Sache haben die finnische und die sowjetische Umsetzung auf jeden Fall gemeinsam. Und das ist, dass die Macher das mit Saurons Auge so ein bisschen zu wörtlich genommen haben. Habt ihr Lust auf eine weitere irre Herr der Ringe Umsetzung? Dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account Cinema Strikes Back vorbei. Da stellen wir euch noch eine weitere Umsetzung vor, übrigens mit den Beatles. Und guckt euch auch mal unser Special zur schwedischen Version an. Morgen geht's hier übrigens weiter mit einem weiteren Video der Ring Week. Da geht's um die größten Schlachten, die jemals in der Herr der Ringe stattgefunden haben. Also bis dann hier auf Cinema Strikes Back.